Hallo und herzlich willkommen in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und ich habe einen Speisekürbis getragen. Den habe ich auch geschnitten, denn heute zeige ich euch ein Rezept aus der Kategorie Suppen im Herbst. Es gibt Kürbissuppe. Die gibt es ja in 1000 Varianten und davon habe ich selbst zu Hause wahrscheinlich schon mindestens 200 verschiedene gemacht. Heute machen wir eine mit Kokos und Apfel. Ich bin sehr gespannt, wie das schmeckt und ich frage mich, wieso wir die jetzt erst machen, denn die steht in unserem Lieblingsrezepte Band 1. Da steht die drin. Also ein fantastisches Rezept aus unserem Wunderkessel Forum, wo ihr auf jeden Fall mal reinschauen solltet, denn das ist die große Koch-Community mit Herz und da findet ihr aber und aber Millionen Rezepte zum Thermomix. Auch dieses hier. Aber da braucht ihr jetzt nicht hinzugucken. Ich zeige euch, wie es geht. In unseren Wunderkessel kommen eine Zwiebel, die ich bereits in Hälfte geschnitten habe. Zwei Knoblauchzehen. Das Ganze, ihr wisst es, Stufe 5, 5 Sekunden zerkleinern. Das Ganze schieben wir jetzt mit dem Spatel nach unten, geben ein klein wenig Sonnenblumenöl dazu und wie immer dünsten wir das an. 3 Minuten Stufe 1 Varoma. Muss nicht viel sein, gerade so ein Esslöffelchen reicht. Bis gleich. So, unsere Zwiebeln sind angedünstet. Jetzt müssen wir noch den Speisenkürbis. Ich habe in dem Fall einen Hokkaido genommen. Das ist ja der, wo man die Schale mitessen kann. Davon 800 bis 1000 Gramm. Dieses Rezept, ich habe es eben schon gesagt, ist aus unserem Lieblingsrezepte Band 1. Das heißt, es ist auch TM31 tauglich. TM21 weiß ich nicht, aber gibt es den überhaupt noch? Hat den noch jemand? Würde mich mal interessieren. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, mit welchem Thermomix ihr zu Hause arbeitet. Also ich arbeite zu Hause ja noch mit dem TM5 und ab und an mal noch mit dem TM31, so für so Zuarbeiten. Aber TM21 habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Also 800 Gramm Hokkaido habe ich in Stücke geschnitten, klar die Kerne natürlich rausgeholt und zwei Äpfelchen. Das sieht jetzt hier schon echt voll aus. Bin mal gespannt. Das wird eine Challenge. Ja, man kann das ja auch in zwei Etappen machen, denn wir machen das jetzt klein und zwar auf Stufe 6. Leute, der hat hier echt Probleme, die ganze Masse hier auf einmal zu schreddern. Aber man weiß sich ja zu behelfen. Ich habe jetzt einfach noch mal ein bisschen was von dem Kürbiszeug rausgenommen, habe das jetzt so nach und nach hier reingeworfen. Liegt vielleicht auch daran, dass ich den Kürbis doch nicht wirklich klein geschnitten habe, sondern das waren doch schon eher relativ große Stücke. Ich glaube, wenn man da kleinere Stücke schneidet, dann hat er da weniger Probleme. Jetzt schaue ich mal, wie das aussieht. Soweit, so gut. Ja, es ist auf jeden Fall jetzt einigermaßen klein. Es sind noch so vereinzelt große Stückchen oder größere Stückchen drin. Das ist jetzt hier so das Maximum an Größe, was da drin ist, ne? Aber das kann man, glaube ich, vernachlässigen. Ansonsten ist die Konsistenz, wie ihr vielleicht seht, okay. Aber der Kessel ist schon ganz schön voll. Leute, wie gesagt, das ist ein Rezept, was im TM31 Buch steht. Ich bin gespannt, wie es wird. So, dann fangen wir mal an zu kochen. Ich habe jetzt hier 150 Milliliter Apfelsaft, 100 Milliliter Wasser. Und das ist halt das Originelle, eine Dose Kokosmilch. Die kommt in Gänze hinein. Jetzt würzen wir das Ganze mit so ein bisschen Suppengrundstock. Ich mache da jetzt mal so ein Teelöffelchen rein. Nachwürzen können wir das immer. Eine Prise Cayennepfeffer. Da solltet ihr vorsichtig sein mit Cayennepfeffer, wenn ihr Kinder habt. Ne? Weil das Zeug ist echt, das brennt. Das ist Currypulver ist ja
nicht so scharf, wie ihr wisst. 2 Teelöffel. Wie gesagt, nachwürzen kann man immer. Schmelzkäse, das sind so diese üblichen Schmelzkäse-Ecken. Ich wusste gar nicht, dass es die noch gibt. Die gab es bei uns früher ab und zu mal, als ich noch ein Kind war. Aber anscheinend gibt es die immer noch zu kaufen. Ne? So mit diesem Alufolie drumherum und dieses rote Ding da abreißen muss. Schmelzkäse. Bisschen Pfeffer. Ein bisschen Salz. So, und damit das jetzt nicht so lange dauert, ich verrühre das jetzt hier schon mal so ein bisschen mit dem Spatel. Mein lieber Schwan, ey, der ist ganz schön voll, der Kessel. Nun ja, liebe TM31 Köche, schreibt mir dringend mal, wie das aussieht bei euch. Gerne auch mit Foto. Deckelchen drauf. Und jetzt lassen wir das 30 Minuten auf 100 Grad Stufe 1 vor sich hin köcheln. Dann wird es aber auch anschließend nochmal püriert. Aber jetzt erstmal 30 Minuten und los geht's. Bis gleich. So, liebe Wunderkesselfreunde, die 30 Minuten sind um und unsere Suppe ist fast fertig. Wir werden die jetzt noch pürieren, damit sie eine schöne sämige Konsistenz erhält. Und das machen wir ganz langsam, so in 10 Sekunden von 6 dann auf 8 erhöhen. Und dann können wir auch schon essen. So, dann schauen wir mal, wie es aussieht. Auf! Genau so soll eine Kürbissuppe aussehen. Aber Leute, nochmal der Hinweis an alle TM31 Besitzer. Der Kessel ist verdammt voll. Schreibt mir mal, ob und wie das bei euch funktioniert hat. Ich probiere jetzt direkt aus dem Kessel raus, bevor ich das hier wunderschön anrichte und zum Verzehr reiche. Und also man würde so ein bisschen mit Salz abschmecken gleich, ein bisschen Pfeffer vielleicht noch dran, aber durch diese Kokosmilch und den Apfelsaft hat es eine sehr angenehme Süße. Es ist wirklich ein sehr originelles Gericht. Ich hätte es mir nicht vorstellen können, dass das so gut passt. Ich finde es total lecker. Wir machen da jetzt noch einen schönen Teller, machen ein Foto für die PDF-Datei, wo ihr das Rezept nachlesen könnt, ist unten in der Videobeschreibung verlinkt und dann kocht's nach, probiert's aus und sagt mir Bescheid, wie es euch geschmeckt hat. Vielleicht habt ihr auch Lieblingskürbissuppenrezepte, die ihr gerne mit uns teilen wollt. Das könnt ihr entweder hier in den Kommentaren machen oder in unserem Wunderkessel-Forum der großen Koch-Community mit Herz. Und wenn ihr den Kanal hier abonniert, gibt's regelmäßig neue Rezepte. Ich freue mich, bald wieder hier für euch zu kochen. Jetzt wird erstmal gegessen. Ich sage bis bald, tschüss und guten Appetit.